Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir werden jetzt erstmal weiter eine Nebenquest machen, müssen dazu 800 Meter reiten. Das heißt, oder 800 Fuß oder Schritt oder wie auch immer, auf jeden Fall mal kurz auf den guten Plätze. Und dann, also hier in dem Gebiet muss man wirklich schon gucken, welches Level die Viecher haben halt, ne? Also ich habe Level 4, die 7, Level 7 Banditen sind da schon ziemlich heftig. Warte, muss ich ja mal gucken, wo ich hier lang reiten muss. Ne, das ist der richtige. Ja, das sollte gehen. Erstmal nach Norden und dann kann man auch nach Westen weiter. Okay, wir können also da oben auf jeden Fall den Wegweiser nehmen. Dann sind wir ein bisschen schneller. Langsamer. So. Ja, also hier ist es wirklich so, man muss wirklich ein bisschen gucken, welches Level die ganzen Viecher haben. Ne? Wie gesagt, ich bin erst Level 4 und wenn dann irgendwann so ein Level 10 oder was kommt, das macht dann halt schon echt mächtig Aua halt. Ne? Also das ist dann nicht mehr ganz meine Kragenweite. Oh, warte mal, wo ist denn dieses... wo war denn jetzt der Wegpunkt? War der hier oder war der da hinten? Ja, da oben war er. So. Schnell reisen. Also wir müssen da drüben hin. Da können wir eigentlich... Ist es auch Latte. Aber ja, nehmen wir mal die Taverne hier. So. Ich habe gehört, man kann von den Männern des Barons was zu essen kriegen. Ehrlich? Wie denn? Naja. Weiter so, Plätze. Ah, doch, hier dann, genau. Okay. Los, los! Die hängen hier ja wirklich überall rum, das gibt's ja gar nicht. Oh, ein Bär! Na, Kollege Schnürschuh? Alter, ist das ein Viech, ey. Ja, das kann man auch dazu sagen. Na, das wird auch eine ganz schön enge Geschichte jetzt hier. Fall doch endlich um da. Ah, geht doch. Wunderbar. So muss das sein. So, warte mal. Jetzt machen wir aber nochmal ganz kurz eine kleine Rastpause von der Meditation. 12 Uhr haben wir es. Also bis 1 müsste das reichen. Genau. Da sind wir wieder voll. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich notwendig ist, aber irgendwie habe ich noch nichts anderes gefunden, wie ich mich jetzt hier wieder voll recken kann. Ach du Scheiße, ist auch schon wieder alles voller Ghule da unten. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Ja.
Also bei den Ghoulen muss, das habe ich mitgekriegt, da muss man echt gucken, dass man echt so schnell wie möglich irgendwie draufhämmert. Dass die nicht zum Gegenschlag kommen. Also Feuer ist immer ganz gut, wenn die Viecher dann wirklich doch mal... wenn die doch mal Feuer fangen, weil sie dann wirklich ein bisschen runterbrennen können. Das ist ja nicht ganz gut. Naja, dann fackeln wir die ganze Chose mal ab hier, wa? Eine Prise Igni. Warte mal, da gehen wir mal ein Schrittchen zurück. Jawohl. Noch irgendwas, was man so aufnehmen kann. Nö. Nichts, was man plündern kann. Ja, nehmen wir das Zeug hier von den Viechern noch mit. Das kann man ja auch noch für irgendwas man mal irgendwann gebrauchen. So, Pferdchen, komm her. Los, los. Cool ist es ja, wenn man es wirklich hinkriegt, diese flüssigen Bewegungen, ne? So anlaufen, aufs Pferd draufspringen, so muss das sein. So à la John Wayne zu seinen besten Zeiten. Boah, Alter, was eiert denn hier alles rum, ey? Wer ist er jetzt da hinten? Irgendwie sieht er nicht gut aus. Okay, Feuer interessiert ihn nicht. Alter, was hat der mit... Es ist ja geil. Okay, der Hund hat sich da festgebackt. Das ist ja cool gewesen. Oh, komplett auseinander geplatzt, ey. Na, komme ich da irgendwie ran? Weil irgendwie backt sich das hier gerade so ein bisschen. Ah, jetzt. Okay. Ja, also wie gesagt, so ganz bugfrei ist es noch nicht. Also man merkt es immer wieder zwischendurch, dass so ein paar Kleinigkeiten sind, dass, dass auch irgendwas absäuft, dass das Game einfach zugeht und... Also da habe ich schon öfters gehabt halt, ne? Oder dass der Bildschirm einfach weiß wird, die Aufnahme, dann läuft es im Hintergrund weiter und man sieht nichts mehr. Aber gut, ich denke mal, da wird irgendwann ein Patch kommen und dann ist das Thema durch halt, ne? Dann läuft das Ding. Ich meine, man muss mal sehen, das ist jetzt eine Woche draußen. Ne, also das ist alles dafür, also ganz ehrlich, da muss man den Jungs von CD Projekt, also Hut ab, ganz toll, da mal so ein Spiel auf die Beine gestellt zu haben, was, zwei Wochen ist jetzt draußen, ne? Was sag ich mal, so rund schon läuft und also so wirklich viele Bugs merke ich gerade nicht, also da gibt es ja ganz andere Spiele, wo du so eine halbgare Beta-Version kriegst, wo kaum was funktioniert, das ist hier halt nicht, ne, und... Also ich bin wirklich rundum zufrieden damit. Und wie gesagt, also diese Grafik, ey, meine Fresse. Ne, wir können mal kurz mal ein bisschen Sightseeing machen hier. Langsamer. Na gut, die laufen vielleicht nicht ganz rund, die Böcke, aber komm, ey, das ist ja wohl trotzdem noch ein Traum hier. Scheiße, einer lebt noch.
So, alles tot? Wenn Holla, das die nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ja, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Naja, das ist ja... So, was haben wir hier noch? Kann man irgendwas looten? Eine Prise Igni. Schön, schön. So. Ne, hier ist ja eigentlich nichts weiter. Kehre zum Priester des ewigen Feuers zurück. Nur das kriegen wir hin. Manchmal klappt es auch nicht mit diesem eleganten Aufsteigen, wie man sieht. Rennt man gnadenlos an seinem Gaul vorbei. So, dann geben wir die Quest einmal kurz ab. Ach, Mensch, der kann ja nicht springen. Sag mir das doch nochmal einer. Warte mal, ein Kaufmann. Schneller. Das ist auch geil. Ich mach das auch immer. Ich stehe mitten in der Pampa, weißt du, und hoffe, dass mal einer vorbeikommt, der mir was... Das ist auch geil, ey. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, können wir auf jeden Fall mal den ganzen Schlunz hier mal verkaufen. Dem Beil. Jawohl. Gut. Plus 20, plus 14, weg. Leb wohl. Stehen da wirklich, ist das 2 in 1 hier oder wird? Ne. So, warte mal, dann muss ich aber mal ganz kurz meinen Kram hier einmal angucken. So, jetzt macht das Ding nochmal ein bisschen mehr Bums hier. Ich weiß gar nicht, warum das Gelbe angelegt war. Muss ich mich irgendwie verdrückt haben vorhin. Alles andere habe ich schon gelesen. Jawohl. Jetzt haben wir wenigstens mal wieder Platz im Inventar. Ja, weil zu schwer sein geht ja auch. Da hast du dann das Problem, dass du nicht mehr schnell genug laufen kannst. Also dann ist das wirklich zu schwer beladen. Alter, lauf weiter. Bist du irre? Kann man nicht stehen. Da bist du falsch abgebogen, Kollege. Ja, da sollst du hin.
Ja, das machen wir nachher. Alter, was ist denn hier los, ey? Mein Gott, ein Geschrei, aber die Quest nehme ich mal eben an. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redania halten alle Pforten über den Panther. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Das kann ich nicht auswählen, weil ich die Täuschungsstufe nicht habe. Ach, guck, schau. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Die wilde Jagd holt sie alle. Schrecklich, diese Gebühren. Kommst du mit zum Wurzeln sammeln? Der König hat sie festgelegt. Nicht komm schon, Plätze. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht Radovid. Vielleicht werden wir uns ja einig. Lauf, Plätze. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant, eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Du bist keinen Teufelsbrot! Dazu ist immer cool. Ach, er brennt immer noch. Jawohl, so. So wurde also Baseball erfunden. Na denn. Naja, so kommt man ja auch zu Geld, ne? Das mit dem Kopf rein. Oh Mann, ey. Sag mal, fertig, haben sie wohl gebissen. Komm her hier. So, denn. Müssen wir einmal gucken, wo wir hier hin müssen. Ist hier oben irgendwo? Alter, ist das groß, ey. Da oben, ach du Scheiße, da oben bin ich. Ich werd bekloppt. Ey, da musste ja so weit runter. Eieieiei. Naja, gut, okay, alles klar. Dann, ja, fahren wir ein bisschen in den Süden und gehen dann. So, ich guck mir noch einmal eben die Questlogs an.
Das ist die Hauptquest auf jeden Fall. Gut, die anderen mache ich noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Falsche Papiere. Finde heraus, was der Schwager des Passierscheinfälschers braucht. So, das ist ja nicht ganz so weit. Mensch, jetzt ist aber gut hier, Gaul. Los. Lauf, Blätze. Genau. Bekommen Sie eine Wurst. Ne? Gibt's Dosen, ab aufs Brötchen. Oh, hier war aber gut was los, ey. Holy moly. Langsam. Oh, der hat aber Dampf hier, ey. Alter, ich helf dir, du Spacken. Glaub ja wohl, ey. Naja, was man hier alles gebrauchen kann. Hey, du da. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Na, guck einer, schau, das sieht doch gut aus. So, damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge und werden dann beim nächsten Mal geht's dann weiter. Also, wir haben alles gut abgeschlossen, ne, haben mal die Leichen verbrannt und haben dann auch noch aufgedeckt, dass der Priester doch ein etwas falsches Spiel getrieben hat. Jo, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns demnächst und bis dahin dann. Ciao.